Mein Name ist Ephraim Kishon. Oder Ferenc Hoffmann. Meine Freunde sagen Ferike zu mir. Oder auch Ferry. In bösen Zeiten hieß ich auch einmal Andreas Danko. Das hier jedenfalls ist meine Geschichte. Oder sagen wir besser, eine meiner Geschichten. Als Jude im Dritten Reich am Leben zu bleiben, war ein Wunder nicht genug. Das ist der legendäre alte Volvo von meinem Vater, der von Jahr 1972. Mein Vater hat hier da gebastelt und er hat diesen Wagen sehr gemocht. Ich habe den Auto geerbt und als ich so fahre mit dem Auto eines Tages in Tel Aviv, die Sonne scheint und ich sehe da diese Kassette hier. Ich tue die Kassette rein, plötzlich höre ich eine hysterische Person schreit auf Deutsch: Ein Kassettchen, nur mit dir gefahren, noch dumm, den Juden! Ich bin ganz geschockt, ich nehme raus, ich versuche zu lösen. Goebbels reden, ja. Ich höre den Goebbels, bitte Tel Aviv, schreit hysterisch. Mein Vater war sehr interessiert, psychologisch zu verstehen, überhaupt den Nazismus, den Antisemitismus. Und er hat gehört alle diese Reden der Nazis. Und er hat diese Kassetten gehabt im Auto, ja. Das Haus von Ephraim Kishon in Afeka bei Tel Aviv. Sohn Rafi bewohnt das Erdgeschoss. Der Geist des Vaters den ersten Stock. 10 Jahre nach dem Tod des Autors sind seine Arbeitsräume immer noch unverändert. Jetzt ist es Zeit, aufzuräumen. Hier, hinter zugezogenen Vorhängen und schallgedämmten Türen, sind fast 50 seiner Bücher entstanden. Titel wie »Drehen Sie sich um, Frau Loth« oder »Der Blaumilchkanal«. Kishons Geschichten sind fast immer Satiren. Alltagserzählungen, die häufig einen Dreh ins Aberwitzige bekommen, weil seine Figuren in den Würgegriff von Institutionen geraten, sei es in der Ehe, in einer wuchernden Bürokratie oder im Kulturbetrieb. 43 Millionen verkaufte Bücher zu Lebzeiten, davon mehr als 30 Millionen allein in Deutschland. Übersetzungen in fast 40 Sprachen weltweit. Damit gehört er zu den erfolgreichsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts.
Dies hier war die Zentrale des Kishon-Imperiums. Wir haben es natürlich im Alltag erlebt, dass er manchmal sauer war, weil er seine Konzentration brauchte. Ich konnte mich nicht erinnern, dass ich diesen Planeten mit anderen geteilt habe. Aber vor kurzem habe ich einige meiner Kindheitsfreunde getroffen und sie haben mich überrascht mit ihren Erzählungen. Ich weiß nicht wie, ich konnte mich einfach nicht daran erinnern. Jedes Mal, wenn meine Eltern im Ausland waren, sind alle hierher zu uns gekommen. Wir saßen hier oben und schauten fern. Aus irgendeinem Grund habe ich das aus meiner Erinnerung gelöscht. Wahrscheinlich aus Angst, weil ich sie reingelassen hatte, damit ich nicht bestraft werde. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, wahrscheinlich unbemerkt. Aber zusammen mit den Freunden war uns schon bewusst, was hier oben abgegangen ist. Das Kino, das Zimmer mit dem Luftgewehr, die Goldschmiedewerkstatt. Außer Büchern und Arbeit gibt es hier einen Planeten. Es gibt hier eine volle Welt, in vielerlei Hinsicht. תראה את הילקוטים של פעם, איזה קטן צ'יקו. Woher mein schriftstellerisches Talent stammt, ist in meiner Genealogie nicht nachzuvollziehen. Ich bin der Erste in meiner Familie. Vielleicht ist mein humoristisches Können ganz einfach eine Summe aller Begabungen, die in dem riesigen Potenzial des jüdisch-ungarischen Stammes schlummern. Dieses Erbe ist unverwüstlich und schlägt die überraschendsten Kapriolen. In Budapest fängt alles an. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Stadt eines der literarischen Zentren Europas. Zahlreiche Schriftsteller jüdischer Herkunft prägen das kulturelle Klima. In diese Welt wird Ephraim Kishon 1924 unter dem Namen Ferenc Hoffmann hineingeboren. Er wächst zunächst in großzügigen Verhältnissen auf. Vater Dezsö bringt es zum Direktor einer angesehenen Bank. Mutter Ajibet ist erst seine Sekretärin, dann seine Ehefrau. Doch das Familienidyll trügt. Der Vater führt ein Doppelleben. Bei einem Kinobesuch stellt er seinem halbwüchsigen Sohn die langjährige Geliebte vor. Ein früher Blick hinter die Masken der bürgerlichen Welt. Später wird Kishon schreiben, die Ehe ist eine Institution, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Die bürgerliche Welt Budapests wird nicht nur von Doppelmoral bedroht, sondern auch von den Feinden der Demokratie. Mitte der 30er Jahre gründet Ferenc Szolosi die Bewegung der Pfeilkreuzler, die sich in ihren politischen Zielen am deutschen Nationalsozialismus orientiert. Das Gift des Antisemitismus zersetzt bald auch die ungarische Gesellschaft. Das Land ist auf dem Weg in eine faschistische Diktatur. Für den jungen Ferenc und seine Familie ändert sich das Leben von Grund auf. Mein Turnlehrer Kuha, der mir bisher mit kühler Indifferenz begegnet war, pfiff mich plötzlich an. Hey, Jude, komm her! Und als die Klasse in den Bänken stand, trat er von hinten an mich heran, versetzte mir einen Schlag in den Nacken und brüllte unter dem gröhlenden Gelächter der Klasse: Steh aufrecht, Jude! Du hältst dich wie ein Flamingo, den man in den Arsch gefickt hat! Kishons Abiturklasse. Ein Foto aus dem Jahr 1942. Links in der Mitte der 18-jährige Ferenc Hoffmann. Trotz bester Noten wird ihm das ersehnte Literaturstudium verwehrt. So macht er eine Ausbildung zum Goldschmied. An Universitäten sind Juden jetzt nicht mehr zugelassen. Sie waren assimiliert. Sie haben sich als Ungarn gefühlt, nicht als Juden.
Aber sie waren eben doch ungarische Juden. Und ich sage das deswegen, weil ich glaube, dass das die darunter waren, die begabtesten, die geistreichsten, die natürlich aus ihrer Geschichte heraus, das wird ja schon ein Erbgut des Verfolgtwordenseins, auch Überlebens- und Lebensstrategien entwickelt haben, die man als, wie soll ich sagen, als Nicht-Jude, sage ich jetzt einmal so blöd, eben nicht entwickeln musste. Das hat er schon in seinem Blut, glaube ich, gehabt. Zu den vielen Talenten, die der junge Ferenc pflegt, gehört auch die Begabung für das Schachspiel. Sie wird ihm noch in vielen Lebenslagen zugutekommen. Ein Humorist spielt Schach in literarische Mittel. Diese Ausrechnung von die Züge, wenn ich hier komme, dann kommt er hier, wenn ich hier komme, dann kommt er hier, wenn hier kommt er, das macht er auch in einem Humoresk. Und wenn er es gut macht, dann gibt er Schach, also dann kommt er zu den Pointe. Es ist kein Zufall, dass jeder gute Humorist in der Welt und jeder professionelle Satiriker ausgezeichneter Schachspieler ist. Und soweit wie ich mich auskenne, jeder Billard spielt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, was ich gesagt habe, ist wirklich wahr. Im Frühjahr 1944 übernehmen die Nationalsozialisten auch in Ungarn die Herrschaft. Kurz darauf beginnt die systematische Deportation der jüdischen Bevölkerung. Auch der junge Ferenc findet sich auf einem der Transporte wieder. Nach einem mehrwöchigen Gewaltmarsch erreicht seine Gruppe ein Arbeitslager im slowakischen Jolzwa, die Vorhölle von Auschwitz. Im Arbeitslager spielten Hirtenberg und ich Schach auf einem kleinen Brett, das wir heimlich von zu Hause mitgebracht hatten. Plötzlich hörte ich hinter mir eine Stimme. Das ist nicht der richtige Zug, Junge. Ich drehte mich um und fiel fast in Ohnmacht. Hinter mir stand Gott persönlich. Gott in Uniform. Bekannt auch als der Lagerkommandant. Ich wagte ihm dennoch zu widersprechen. Gestatten Sie, Herr Kommandant, nach dem Buch des internationalen Großmeisters Marozi Gesa ist das sehr wohl der richtige Zug. Du irrst dich, sagte Gott. Nicht dein Zug ist in dem Buch beschrieben, sondern ein Sprung mit dem Läufer. Ich antwortete, mit Verlaub, aber der Zug, den Herr Kommandant meinen, ist in dem Buch falsch angegeben. Im Anhang befindet sich eine Liste der Druckfehler, die der Herr Kommandant sicherlich übersehen haben. Dort steht, dass der Zug so durchzuführen ist, wie ich es mir erlaubt habe. Rühr dich nicht von der Stelle, befahl er und verschwand. Kurz danach kam er mit dem Buch Marozis zurück. Nimm deine Sachen und komm mit, ordnete er an und führte mich in sein Büro im Hauptquartier. Ich musste den gelben Streifen vom Arm nehmen und er sagte, du bleibst hier. Der Kommandeur war ein begeisterter Schachspieler und er hat ihn zu sich ins Büro geholt, um mit ihm dort Schach zu spielen. Darum hat Ephraim überlebt. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Aber mit welchem Gefühl? Er musste als Junger, also Teenager eigentlich, der er war, so taktieren, dass er diesen Kommandeur gewinnen hat lassen, weil er sonst krantig wird, wenn er verliert, aber doch so gewinnen lässt, dass er nicht das Gefühl hat, der lässt ihn gewinnen. Alles musste berechnet sein, alles musste mit so einer Okosch nennt man das auf Ungarisch, clever, sagen wir, ja, clever, klug, vollzogen werden in so jungen Jahren und immer die Angst, weiß nicht, ob ich morgen noch lebe, es ist unvorstellbar. Und daneben das Elend, das Elend, das Elend sieht. Es ging eben bis dahin, dass er keine Ruhe hatte, wenn er nicht dieses Mördertäschchen bei sich hatte, da war eine Pistole drin. Und er wollte einfach nie mehr wehrlos dastehen, wenn er bedroht wird. Und er hat eben auch das Gefühl, hier in Appenzell, er könnte bedroht werden. Das sind Gedanken, die mir fremd waren natürlich, ja, aber die man aus seiner Geschichte verstehen muss. Er ging immer mit dem Mördertäschchen, also zum Fernseher oder einen Videofilm anschauen oder schlafen und immer Alarmanlage herin im Haus.
Angst, ja. Ferenc Hoffmann heißt jetzt Andreas Danko. Im Herbst 1944 kehrt er mit gefälschten Papieren nach Budapest zurück. Die Rote Armee steht vor den Toren der Stadt. Doch die Jagd auf jüdische Bürger geht unvermindert weiter. Bis zum letzten Augenblick versuchen die ungarischen Faschisten, die Zeugen ihrer Gräueltaten zu beseitigen. Am Ufer der Donau kommt es zu Massenerschießungen. Im Herbst 1944 beginnt die Rote Armee damit, das von der Wehrmacht besetzte Budapest einzukesseln. Zur gleichen Zeit gelingt Kishon unter abenteuerlichen Umständen die Flucht aus dem Arbeitslager Jolzwa. Mit gefälschten Papieren kehrt er nach Budapest zurück, kurz bevor sich der Belagerungsring um die Stadt schließt. Er hat sich in dem bereits zerbombten Budapest in einem Keller versteckt und dort das Ende vom Krieg abgewartet. Durfte natürlich nicht raus, keine Möglichkeit. Saß dort mit eingelagerten Tomatensaftflaschen, das war alles, was er zu essen gefunden hat dort. Und was macht er dort? Er hat angefangen, Mein Kampf zu schreiben, das ja eine Parabel ist eigentlich, also Mein Kampf liegt nahe Hitler, aber auf den Faschismus, also wie man Menschen, die eben zufällig Juden sind, könnte auch was anderes sein, es könnten die Glatzköpfe sein und das ist in Mein Kampf. Eine Gruppe von Menschen mit einem bestimmten Merkmal, das man sich aussucht oder festlegt, ist auszurotten. Und das war das, was ihn natürlich wahnsinnig beschäftigt hat, weil er nicht verstehen konnte, warum werden die Juden ausgerottet. Warum? Es sind Menschen wie andere. Hat er es umgewandelt in Glatzköpfe. Und das war schon die Idee damals in dem Keller. Und er hat das über Wochen, die er dort ausharren musste, geschrieben. Und hat sich wahrscheinlich damit psychisch irgendwie zusammengehalten, um das verkraften zu können. Wie durch ein Wunder überleben Kishon, seine Eltern und seine Schwester das Kriegsende. Dieses Wunder hat einen Helfer, Josef Gablowitz, ein Nachbar aus friedlichen Tagen. 35 Jahre nach Kriegsende besucht der inzwischen weltberühmte Kishon zum ersten Mal wieder seine Heimatstadt. Bei diesem Besuch begegnet er seinem Lebensretter. Ich glaube, ich muss etwas erklären, was vielleicht nicht klar ist. Es gibt einen alten Mann mit einer langen Nase, der Gablowitz, Josef Gablowitz heißt. Dieser alte Mann hat mich und meine Familie gerettet in den Nazi-Zeiten. Sein Leben riskiert. Was heißt, er hat es gerettet? Was hat er gemacht? Alles. Er war eigentlich die einzige Vermittlung zwischen uns und der äußeren Welt. Wir haben uns versteckt. Der hat uns mit Nahrungen besorgt und mit alles, was er konnte, uns beschützt, gerettet, jeden Tag während Jahren. Und dass ich so aufgeregt war und jetzt auch aufgeregt bin, ich kann es nie zurückzahlen. Es ist blöd, ich muss immer weinen. Und ich war wie Tokulano. Heino Bellem, Gott sei Dank, Vater ist in Tränen ausgebrochen. Alle sind in Tränen ausgebrochen. Er ist nach all den Jahren zurückgekommen
Und er hatte eine riesige Angst, sich mit diesen Gefühlen und mit seinem Heimweh auseinandersetzen zu müssen. Eine riesige Angst. Und wie er sich immer zurückhielt. Er war sehr zurückhaltend, sehr kontrolliert. Aber dann ist er zusammengebrochen. Er konnte nicht aufhören zu weinen. Ich weiß nicht, ob es diese Bilder noch gibt. Es war schmerzhaft, das mit anzusehen. Jemand, den du als logische, präzise, kontrollierte und zurückhaltende Person kennst, so ein stolzer Österreich-Ungar, mehr Ungar natürlich als Österreicher. Und dann erlebst du, wie dieser große, stolze Mann in Scherben zerfällt und weint, wie ein kleines Kind. Ich kann es nie zurückzahlen. Das ist blöd. Ich muss immer weinen. Nicht komisch. Es war so weit Befreiung, dass wenigstens die Nazis nicht mehr da waren. Aber dafür waren die Kommunisten da. Chava Klama stammt aus Wien. 1938 flieht sie mit ihren Eltern vor den antisemitischen Pogromen nach Budapest, wo sie später den jungen Ferike kennenlernt. Sie sieht ihn erst nach Kriegsende wieder. Bald darauf heiraten die beiden. Zu dieser Zeit verändert er auch seinen deutsch klingenden Namen. So wird aus Ferenc Hoffmann Ferenc Hont. Weil es aber schon einen bekannten Filmregisseur gleichen Namens gibt, nennt er sich einfach den kleinen Hont, Kish Hont. Kish Hont verfolgt seine literarischen Interessen. Er wird Redaktionsmitglied der beliebten Satirezeitschrift Luder Schmatti. Doch die Diktatur der Arbeiterklasse hat keinen Platz für einen bourgeoisen Freigeist wie den jungen Quichotte. Jedenfalls nicht, solange er kein Parteimitglied ist. Genosse Quichotte, Sie wollen also zur Elite der Arbeiterklasse gehören? Ja, das ist mein Traum, Genosse. Wenn das so ist, so frage ich Sie, wozu Sie das verbotene kapitalistische Schundblatt Schweizer Illustrierte mit nach Hause nehmen? Wann hätte ich das getan, Genosse? Genosse Kishont, wie können Sie sich als Vertreter des ungarischen Arbeitervolkes einer derart niedrigen Tat schuldig machen? Als Journalist, dessen Denkweise von sozialistischen Idealen geleitet wird, empfinde ich es als meine Pflicht, mich mit proletarischer Wachsamkeit über den Feind zu informieren. Wie könnten wir ihn bekämpfen, Genosse, wenn wir seine niederträchtigen Motive und schmutzigen Tricks nicht kennen? Deshalb, Genosse, nur deshalb habe ich dieses elende kapitalistische Drecksblatt aus der Redaktion mit nach Hause genommen, um den sozialistischen Kräften von morgen noch effektiver dienen zu können. Natürlich haben sie mich nicht in die Partei aufgenommen. Man hatte eben doch das Gefühl gehabt, nicht laut seine Gedanken zu erzählen. Er hat gefunden, das kann nicht sein Leben sein, weil er möchte als Schriftsteller die Wahrheit sagen. Und ein Mitredakteur oder was, sein Chefredakteur, weiß ich jetzt nicht mehr, hat ihm eines Tages auf der Brücke, wenn man etwas geheim zu besprechen hat, musste was man Brücke machen, weil überall Wanzen waren und so, gesagt, du, Ferike, wie er damals noch hieß, ja, Ferenc, Ferike, Israel ist gegründet, ich an deiner Stelle in deiner Jugend würde gehen. Wir haben alles liegen und stehen lassen. Die Wohnung mit aller Einrichtung und allem. Und haben beschlossen, wir gehen weg.
Und so sind wir nach Bratislava gefahren. Und von dort sind wir hinübergefahren nach Prag. Und in Prag gab es schon irgendeine jüdische Organisation, die geholfen hat, den Juden weiterzugehen. Die Geheimorganisation Bricha, es ist das hebräische Wort für Flucht, verhilft vor allem Juden aus den Ländern Osteuropas zur Flucht nach Palästina. In den Jahren vor und nach der Staatsgründung Israels im Jahre 1948 gelang mit Hilfe von Bricha fast 1 Million Menschen nach Palästina. Zwei von ihnen sind Chava Klama und Ferenc Kishont. Bald wird er sein. Dann habe ich gesagt, Kishont. Dann hat er geschrieben, Kishont. Dann habe ich gesagt, T. Hat gesagt, nicht wichtig, ja. Und da habe ich Vorname, habe ich gesagt, Ferenc hat geschrieben, Ephraim. Ich habe gesagt, noch einmal, Ferenc hat gesagt, es gibt nicht solche Namen. Damit next. So habe ich meinen Namen bekommen. Meine Rolle war absolut so marginal. In der fremden Heimat ist alles neu. Chava und Ephraim sprechen kein einziges Wort Hebräisch. Nach einigen Wochen ziehen die beiden in ein Neuankömmling im Kibbutz, wird zu Arbeiten eingeteilt, mit denen er der Gemeinschaft nützen soll. Er erzählte immer, dass er dort im Kibbutz verstanden hatte, dass er Hebräisch lernen muss. Und er hat sich entschieden. Er war der Einzige, der sich freiwillig zur Toilettenreinigung gemeldet hatte. Welcher andere Wahnsinnige würde schon die Toiletten reinigen wollen? Und warum hat er das gemacht? Er sagte sich, die Toiletten kann ich in einer Stunde sauber machen und danach habe ich den ganzen Tag frei. Er war immer ein sehr logischer Mensch. Und genauso hat er es gemacht, freiwillig. Er sagte zu den Kibbutz-Leuten, tauscht mich nicht aus, ich mache die Toilettenreinigung, und zwar für immer. Und so hatte er viel freie Zeit, um sich in das Hebräisch-Wörterbuch zu vertiefen. Einmal fragte mich ein Mann, der die Bibel im Originaltext lesen wollte, was die beste Methode wäre, Hebräisch zu lernen. Ich antwortete, gar keine. Für einen Erwachsenen ist es absolut unmöglich. Der Mann gab nicht nach, aber Ihnen ist es doch gelungen. Ich sagte ihm, es ist mir nur gelungen, weil ich nicht wusste, dass es unmöglich ist. Die Vorstellung, dass dieser Einwanderer kein einziges Wort Hebräisch konnte, kein einziges. Und 4 Jahre später schreibt er ein Stück für das Habima-Theater. Das ist unfassbar. Wirklich, unfassbar. Er hat tatsächlich Wörter kreiert dann auch, ja, die es in dem ursprünglichen Hebräischen nicht gab. Also im Hebräischen sind viele Ausdrücke aus dem Englischen auch, oder ja, Telefon, heißt auch Telefon dort so zum Beispiel, ja, oder Pass, also die es eben das alte Hebräische nicht hatte. Aber er hat noch interessante Worte auch einfließen lassen, die heute im Lexikon stehen, zum Beispiel Gamsen. Gamsen, das heißt Angriff aus dem Hinterhalt. Und das hat er bezogen aus dem Theaterkritiker, der ihn immer verrissen hat, der hieß Dr. Gamsu. Jürgen Chaim Topol in der Hauptrolle. Ich bin angekommen und da sind einige Leute gestanden, Freunde. Und ich habe gesagt, Gentlemen, wie macht man Filme? Und sie haben gesagt, hey, wir wissen nicht, wir sind auch erst mal hier. Ja, der eine war dort, der einmal war schon Grip. Ja, in einem Film hat gesagt, der Wichtige ist die Achsen, dass wir sprechen, dann die Achsen, Marima, Gemse und so weiter. Ich habe nicht ein Wort verstanden. Habe ich gesagt, beginnen wir. Salah Shabati wird national und international ein gigantischer Erfolg. Alleine in Israel, das zu dieser Zeit rund 3 Millionen Einwohner hat, sieht jeder Zweite den Film. Salah Shabati gewinnt 2 Golden Globes und wird für den Oscar als bester ausländischer Film nominiert. 15 Jahre nach seiner Ankunft in Israel ist Ephraim Kishon einer der beliebtesten Künstler des noch jungen Landes. Die Geschichte von Salah ist eigentlich die Geschichte vom Leben von meinem Vater. Ja? Als er kam nach Israel, dort hat er getroffen diese Juden aus arabischen Ländern. Er sah, dass sie fremd und anders sind als seine Kultur. Aber er hat sie mit Liebe geguckt und hat gesehen auch die großen Vorteile von denen. Ihm im Kibbutz,
Dann ziehen sie weiter in bürgerlichere Lebensverhältnisse. ...1957 wird Sohn Raffi geboren. Kurz darauf bricht die Ehe auseinander. Kishon hat eine andere Frau kennengelernt, die Pianistin Sarah Lipowitz. ...1959 heiraten die beiden. Sarah wird die beste Ehefrau von allen. Sarah ist stark und ehrgeizig. Für sich und für Kishon. 1964 wird Sohn Amir geboren. 4 Jahre später Tochter Renana. Ich erinnere ihn überhaupt nicht als Vater im Haus. Ja, ich war 1 Jahr alt, als meine Eltern sich geschieden haben. Und er war nur immer der Vater, der ich besuche einmal in der Woche. Und ich habe diesen Verlangen gehabt, immer mit ihm zu sein und neben ihm. Jeden Samstag war ich mit ihm, mit Sarah und später mit meinen Amir und Renana, meinen Brüdern. Aber Samstag hat er mich nach Hause gebracht in sein Auto. Und wir waren immer zusammen, ich und er allein, fahren in die Nacht rein. Das war so eine intime Zeit, wo nur er und ich zusammen waren, gesprochen, lustige Sachen gemacht. Und das war so eine. Das habe ich sehr stark in Erinnerung, dieser Moment. Die Familie liefert Kishon das Material für seine Erzählungen. Aus alltäglichen Beobachtungen und deren satirischer Überhöhung entstehen seine Familiengeschichten. Renana ist ein Liebeskind. Sie hat etwas an sich. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Etwas Positives. Ja, das ist es. Es lässt sich nicht genauer bestimmen, aber es ist etwas Positives. Andere Kinder stecken alles, was sie erreichen können, in den Mund oder treten darauf und ruinieren es. Nicht so, Renana. Plumpe Gewaltanwendung liegt ihr fern. Wenn ihr etwas in die Hände gerät, wirft sie es einfach vom Balkon herunter. Immer wenn ich nach Hause komme, also täglich, verbringe ich eine geraume Zeitspanne mit dem Aufklauben der verschiedenen Gegenstände, die das Pflaster unter unserem Balkon bedecken. Wenn wir unterwegs waren, egal ob in Israel oder im Ausland, dann sprachen uns Menschen an. Du bist Renana? Ich habe also früh verstanden, dass ich ein Teil seiner kreativen Welt bin. Wie das für mich war, ich fand es lustig. Ich bin sehr... Sagen wir, dass es mir nichts ausgemacht hat, ein Teil der Geschichten zu sein. Ich habe es durchaus genossen, dass es dieses Interesse an unserer Familie gab, dass wir so offen ins Rampenlicht kamen. Das hat mich nie gestört. Ich bin da reingeboren. Was mich allerdings gestört hat, das war, als diese Welt zu uns nach Hause gedrungen ist. Ich erinnere mich, die größte Angst hatten ich und mein Bruder Amir, Raffi weniger, vor diesen Journalisten, die an den Wochenenden zu uns kamen. Diese Furcht, ob sie auch an diesem Samstag zu uns kommen würden, um uns zu fotografieren. Und dass wir dann wieder nach Art einer berühmten Familie posieren mussten. Das hat mich gestört. Ich mochte es nicht. Mit seinem Erzählband Familiengeschichten wird Kishon endgültig zum Bestsellerautor. Bis heute ist es nach der Bibel das meistverkaufte Buch in hebräischer Sprache. Mitte der 60er Jahre ist Ephraim Kishon einer der führenden Intellektuellen seines Landes. Er ist Schriftsteller, Journalist, Regisseur. Als Geschichtenerzähler geht Kishon gerne von alltäglichen Situationen aus, die mehr und mehr aus dem Ruder laufen, bis sie eine Wendung ins Aberwitzige nehmen. Hallo.
Im Film Der Blaumilchkanal bohrt ein Verrückter am helllichten Tag die wichtigste Verkehrskreuzung von Tel Aviv auf. Niemand bremst ihn. Alle denken, es habe schon seine Ordnung damit. Die Folge dieser organisierten Verantwortungslosigkeit? Am Ende sind die Straßen geflutet und Tel Aviv ist in das Venedig des Nahen Ostens verwandelt worden. Mit seinen Filmen erreicht Kishon ein Millionenpublikum. Seine Bücher werden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Der Aufstieg zum internationalen Bestsellerautor geht einher mit einem überwältigenden Erfolg beim deutschsprachigen Publikum. 3/4 aller Bücher verkauft er hier. Dafür gibt es noch einen weiteren Grund: Kishons kongenialen Übersetzer Friedrich Thorberg. Tel Aviv, den 11. September 1962. Dear Uncle-in-Law, ich bin ebenso verzweifelt wie du darüber, dass ich dich in diesem Sommer nicht sehen kann. Ich bin sehr stolz, dass du meine Arche gut findest, was sie gewiss auch ist. Und ich habe keinen Zweifel, dass deine Übersetzung es wert ist, ins Hebräische zurückübersetzt zu werden, um eine noch bessere Wirkung zu erzielen. Ich sehne mich nach einem Treffen mit dir. Ich liebe dich sogar, wenn du meine Bücher auf deine unvergleichliche Weise übersetzt. Das ist es. Ruh dich gut aus, Onkel. Das dritte Buch kommt. Für immer. Dein Ephraim. Thorberg war in Österreich schon eine Institution im literarischen Feld. Und es ging damals noch darum, wer wird Kishon eben übersetzen für den Langen Müller Verlag. Tja, es standen also eigentlich zur Auswahl und diese Verwandte soll gesagt haben, Thorberg ist der Beste, nimm den. Ja. Das war ein Riesenglück, weil Thorberg war von seiner Prägung her, von seiner Geistigkeit sehr nah an Ephraims Prägung. White Massa, Big Boss, Uncle Tom. Keine Zeit zum Briefe schreiben. Die Geburtstagsfeierlichkeiten haben begonnen. Doch nicht einmal jetzt lässt du mich in Ruhe. Du ruinierst mein Leben. Habe eine wunderschöne Einleitung verfasst. Folge meiner Lügen über deine Begabung und wie sie sich Bahn brach. Das wird das Buch retten. So, jetzt sei ein lieber Bub und mach deinen Film fertig. Und hab Erbarmen mit deinem Sklaven. Old Man River. Es war schon eine geniale Verbindung, die beiden. Sie haben sich sehr gut verstanden. Und Thorberg hat eben die Aussage von Ephraim sehr gut verstanden. Und er hat die richtige Sprache im Deutschen dafür gefunden. Und Ephraim hat immer gesagt, er hat Deutsch von seinen eigenen Texten gelernt. Also aus der Übersetzung von Thorberg. Kishon und Thorberg. Mit jedem neuen Buch mehrt sich ihr Ruhm. Unter den Händen des umtriebigen Verlegers Dr. Herbert Fleißner wird ein Kishon-Titel nach dem anderen zum Bestseller. Kishon stört sich auch nicht daran, dass sein deutscher Verleger zur gleichen Zeit in anderen Verlagshäusern Blut- und Bodenautoren aus der NS-Zeit herausbringt. Fleißners politische Machenschaften, es hat Ephraim nicht so gekümmert. Auf der anderen Seite, er war loyal zu ihm. Wenn Fleißner sehr angegriffen wurde, er hat ihn nicht verlassen deswegen. Das kam für Ephraim nicht in Frage, weil er sich als Geschäftspartner Ephraim gegenüber mehr oder weniger korrekt verhalten hatte. Zum Geschäftserfolg der Marke Kishon Thorberg tragen auch umfangreiche Lesereisen bei. Kishon und Thorberg treten regelmäßig vor ausverkauften Sälen auf. Es gibt Abende, an denen 1000 Bücher verkauft werden. Trotz ihres Erfolges kommt es zwischen den beiden zu Spannungen. Thorberg war selbst ein Schriftsteller und hatte aber dann zu verkraften den Riesenerfolg des Schriftstellers, den er übersetzt hat. Er hat mit keinem seiner Werke auch nur annähernd so einen Erfolg, selbst nicht mit Dante Jolisch oder Schüler Gerber, die berühmtesten sind, so einen Erfolg gehabt, wie Ephraims Übersetzungen hatten. Ja, menschlich eine schwierige Situation. Dearest Puppy, dein Brief vom 21. Juni ist wirklich eine Beleidigung. Für dich wie für mich. Du magst annehmen, dass ich einen schlechten Charakter habe
und meinen besten Freund, der mich zu einem Bestandteil der deutschen Literatur gemacht hat, nicht vergönne, dass sein Name in meinen Interviews erwähnt wird. Aber du darfst nicht annehmen, dass dein Sohn so dumm ist. Ich weiß, was für dich und für mich wichtig ist. Und ich weiß, dass du erwartest, und zwar mit Recht, dass du erwähnt wirst. Wie konntest du nur auf die Idee kommen, dass ich dies nicht mit höchster Intensität getan habe? Ich antwortete dem Reporter vom Stern ungefähr 10 Minuten lang auf die Frage, was denn das Geheimnis meines deutschen Erfolgs sei. Es ist so schwer, sich vorzustellen, dass ein paar Redakteure deinen Namen aus rein politischer Antipathie weggelassen haben? Kishons Millionenerfolg beim deutschen Publikum ruft das Feuilleton auf den Plan. Man stört sich gleichermaßen an der politischen Gesinnung des Verlegers wie an der literarischen Qualität des Autors. Den ficht das nicht an. Ich verspüre Genugtuung darüber, dass die Enkel meiner Henker in meinen Lesungen Schlange stehen. Es war den Deutschen wohl in dieser Zeit, dass ein Jude, ein Israeli, so über die Juden schreibt, dass das auch nur Menschen sind, auch mit Schwächen und Fehlern, und die man nicht nur schonen muss und ganz normal im Umgang sind, wie du und ich und wie man eben auch in Deutschland miteinander umgeht. Das hat ihnen wohlgetan, weil dieses Tabuthema Israel, Judenverfolgung, Holocaust, damit ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht gelindert kann man nicht sagen, aber menschlicher, wieder menschlicher wurde und von dieser durch die Geschichte abgehobenen Problematik ist es wieder auf den Boden gekommen. 1978 dreht Kishon seinen 5. Spielfilm, Der Fuchs im Hühnerstall, eine Komödie über einen abgehalfterten Knesset-Abgeordneten der Arbeiterpartei. Der Fuchs im Hühnerstall wird Kishons erster Flop. Das Problem ist nicht, dass der Fuchs im Hühnerstall ein Flop ist. Das Problem ist, dass ich immer noch der Meinung bin, es ist ein guter Film. Im Jahr darauf verliert er seinen Freund Friedrich Thorberg. Es ist eine Zäsur in Kishons Leben. Kishon sucht Abstand. Er kauft ein Haus in der Schweiz. Damals war das noch nicht üblich, dass jemand im Ausland arbeitete. Das hat man hierzulande sehr kritisch gesehen. Wie kann er nur wegziehen? In Israel hat man ihn damals schon fast wie ein Museumsstück betrachtet. Aber im Ausland wurde er gelobt und geliebt. Es gab also keinen Grund für ihn, dass er nicht viel mehr in Europa arbeiten sollte. Aber der Umzug, dieser erste Schritt in die Schweiz, brachte ihn auch in eine emotionale Distanz von zu Hause. Er hat mehr gearbeitet. Er verbrachte mehr Zeit alleine. Wenn er geschrieben hat, hat er 18 Stunden am Tag geschrieben. Und da gab es sonst nichts. Oder er hat das Imperium verwaltet, immerhin in 37 Sprachen erschienen. In all diesen Ländern Agenturen, Verlage und jedes Buch, auch ein Buch in Korea, muss betreut werden. Geht nicht von selber, ja. Telefonieren, Fax, damals war noch Fax, E-Mail war noch, kam erst später praktischerweise dazu. Mit den Theatern verhandeln, mit seinen Filmen, mit den Fernsehen, mit den Journalisten. Unentwegtes, wir haben es genannt, Imperium betreiben. Ich habe leider mein Leben auf Erfolg und Schreiben verschleudert. Ja, ich habe so wenig Frauen in meinem Leben gehabt. Das ist eine Schande schon. Ich glaube, dass mit der Zeit, wenn die Ehefrau weit weg ist, ich weiß und ich habe gewusst, dass Dinge passiert sind.
Aber wie ich schon sagte, Sie müssen verstehen, dass unser Elternhaus sehr auf Vaters Prinzipien beruhte, auf den Kishon-Prinzipien. Darauf nämlich, dass es zu Hause keine Heuchelei gab. Das problematische System der Ehe war ein Teil dieser Heucheleien. Er hat es nicht verborgen. Und er hat auch darüber gesprochen. Es ist der Zwang, der die Unerträglichkeit ausmacht. Ehepartner, die zusammenbleiben müssen, werden einander zwangsläufig über. Vor allem, wenn die Gesellschaft heuchelt, es sei natürlich, sich ein ganzes Leben lang so zu lieben und zu begehren wie beim ersten Kuss auf der Parkbank. Und so legt in einer Ehe einer dem anderen die Fesseln an. Nur mit mir darfst du glücklich sein. Meine Mutter war seine beste Freundin. Egal, wer was sagt oder welche Frau was sagt. Ich weiß, dass sie seine beste Freundin war bis zu dem Tag, an dem sie gestorben ist. Sie war die einzige Person, der er zu 100% vertrauen konnte. Und er wusste, dass sie ihm gut tut. Mehr, als er sich gut tun konnte. Sie war der Motor. Sie trieb ihn an. Es gab keine wichtige Angelegenheit, keine wichtige Entscheidung, bei der er sich nicht von ihr beraten ließ. Sie war wie ein Bulldozer mit riesigen Ambitionen. Und sie wusste, dass er international erfolgreich sein kann. Und das hat er auch gemacht. Aber sie hat es ermöglicht, weil sie eine starke, selbstständige Frau war. Trotzdem, in gewisser Weise hat sie ihn damit auch aus dem Haus gedrängt. Lisa Vitasek und Ephraim Kishon begegnen sich 1997 in Wien. Er hatte dieses Löckchen hinten im Nacken, so ein Wuppdich habe ich das später genannt, so ein Löckchen im Nacken. Und ich sah zuerst das Löckchen, bevor ich sein Gesicht gesehen habe. Aber ich habe mir schon gedacht, das muss er sein. Und dann hat er sich langsam umgedreht und ich habe sein Gesicht gesehen. Und sofort ist mir aufgefallen, dieses Geistreiche, diese Weisheit in dem Gesicht, dieses viele Leben in dem Gesicht, was sich natürlich eingeschrieben hat. Im März 2002 stirbt Sarah im Alter von 77 Jahren. 43 Jahre lang war sie die beste Ehefrau von allen. Ein Jahr später heiraten Ephraim und Lisa in aller Stille in der Schweiz. Sprechen wir, wenn ich gestorben bin. Alles, wirklich alles schien möglich in diesem Leben. Das Unwahrscheinliche geriet zur Normalität. Ein großer Roman. Und jetzt gehen Sie und lesen Kishon.